Herzlich willkommen zu einem Brisant Classics. Wir schauen heute auf Themen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten besonders beschäftigt und auch bewegt haben. Klaus Berninger, 16 Jahre Bäckerlehrling. Sein gewaltsamer Tod vor 33 Jahren bewegt die Menschen in Bayern bis heute. Warum musste er sterben? Wer ist der Täter? Auf diese Fragen sucht die Polizei noch immer Antworten und erhofft sich nun Fortschritte durch einen neuen Zeugenaufruf mehr jetzt. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen so geht, aber wenn ich eine Untersuchung beim Facharzt brauche, dann warte ich mitunter Wochen oder auch Monate mal auf einen Termin. Und ich bin froh, wenn ich dann endlich mal dran bin. Umso erstaunlicher ist es, dass Arztpraxen in ganz Deutschland Alarm schlagen, weil eben viele Patienten ihren Termin platzen lassen, ohne vorher Bescheid zu geben. Ja, von solchen Wiederholungstätern verlangt ein Arzt im Saarland jetzt eine Art Pfand. Und er erklärt uns auch, warum. Nach Mecklenburg-Vorpommern an den Schweriner See und einen Bahnhof, der für einen Polizeieinsatz steht, über den bis heute diskutiert wird. Vor 30 Jahren soll eine GSG-9-Einheit die RAF-Terroristen Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld am Bahnhof Bad Kleinen festnehmen. Der Einsatz endet in einem Desaster, denn der Terrorist Grams und ein GSG-Beamter kommen ums Leben. Und unserer Kriminalreporterin ist es gelungen, mit dem damaligen Einsatzleiter der GSG 9 zu reden, der exklusiv vor unserer Kamera seine Version der Ereignisse von vor 30 Jahren schildert. Ja, und knapp 5 Jahre nach diesem Einsatz gibt die RAF ihre Auflösung bekannt. So. Und jetzt, wie man sieht, tauche ich mal ab. Um diese wunderschöne Unterwasserwelt mit Fischen und Co. zu erhalten, haben sich Experten gedacht, vielleicht geht das mit Fisch auf dem Teller auch mal anders, ganz anders sozusagen. Pflanzliche Alternativen für Fleisch und Wurst gibt es ja schon. Jetzt arbeiten erste Unternehmen an umweltfreundlichen Ersatzprodukten, ja, schon irgendwie auch in echter Form. Mit Tierzellen aus dem Labor lässt sich nämlich Fisch herstellen. Ja, und der kommt dann aus dem 3D-Drucker. Kann das schmecken, wollten wir wissen. Es ist doch das erste, aber meist eben das letzte Foto, was gemacht wird. Ein Bild des Abschieds von einem Sternenkind. Wenn kleine Menschen viel zu früh sterben, dann wird er gerufen, Finn Guber. Er kommt ins Krankenhaus und macht dann Bilder, während sich Eltern von ihrem Kind verabschieden. Das würden wahrscheinlich die wenigsten von uns mental verkraften. Aber er tut es, weil er weiß, wie wichtig das für Eltern ist. Sternenkind-Fotograf, ein Ehrenamt, vor dem man wirklich nur den Hut ziehen kann. Ja, man kann sich nur verneigen vor diesem Ehrenamt. Danke für den Einblick. Jetzt wird es so ein bisschen seltsam. Oder was meinen Sie bitte, wie passt das denn hier zusammen, Orchester und Hund? Genau, ja, in Dänemark gab es tatsächlich ein Casting. Da wurde das perfekte Hundegebell gesucht. Das klang dann in etwa so. Der Superwurf für eine Jagdsymphonie. Wir waren damals dabei und jetzt hatte der Gewinnerhund seinen großen Auftritt. Da wollten wir natürlich nicht fehlen. Wenn Hunde einen auf Mozart machen, da sagen wir natürlich, wow.